Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach und Psychologe. Und ja, wir reacten heute mal auf ein Video von Klaus Thiele, wo er sich, verlinke ich ja auch nochmal, eine Paartherapiesitzung vornimmt. Und ich weiß gar nicht, ist, habe ja neulich ein Red Pill Video gemacht, ist, wurde dann runtergeschrieben, Red Pill, Black Pill, dies, das, jenes. Weiß nicht, wo Klaus Thiele da genau zugehört. Manche Sachen sehe ich ein bisschen anders, ist halt so. Aber ich muss sagen, bei diesem Video ist er doch sehr on point. Und ich würde das auch mal gerne hier nochmal vorholen, weil das meiner Ansicht nach wirklich Defizite zeigt in vielen Paartherapien, weil das Thema Polarität nicht beachtet wird. Ne? Und ich sage auch schon mal gleich, wenn ihr eine der wenigen, ich vermute mal weltweit wenigen, also zumindest Deutschland, wenigen Paartherapie-Ausbildung machen wollt, wo Polarität mit dem Fokus ist, weil meiner Ansicht nach ohne Polarität kannst du eigentlich nicht gescheit Paartherapie machen, zumindest nicht mit allen Themen. Ich packe den Link hier unten rein, findest du auf liebeschip.de, das ist auch so ein /Ausbildung, geht Ende des Jahres los, habe ich schon x-mal gemacht seit 2007 und ja, komm gerne dazu und profitiere von meinem Wissen, würde ich sagen. Genau. So, dann schmeißen wir das mal an hier. Passen könnte bei ihm, ja. Ja, also Aline hatte mir das auch schon rausgesucht. Ich meinte, reacte doch mal drauf. Mir was. Dachte, boah, das ist so lang, aber Klaus macht das, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Der ist jetzt ein bisschen schneller abgespult. Und genau. Wie fühlt sich das an? Kontakt aufnehmen. Und sowas machen die dann bei der Paartherapie. You are a beta. Beta. And it's okay to be a beta, to know that you're a beta and then you overcome being a beta. Ja, grüß dich, Burm. Heute geht's um ein Beta auf der Flucht. Die Dokumentation vom WDR eines Leinengezwungenen und vor allem, wie sich diese Beziehung entwickelt mit den darin befindenden Leckerbissen. Und damit kommen wir doch gleich mal rein, würde ich sagen. Das sind wir, Susanne und Raphael. Wir beide vor 13 Jahren auf unserem ersten gemeinsamen Foto. Frisch verliebt. Das ist eher hoch. Mach mal hoch, bitte. Kurz darauf kam Paula, unsere Tochter. Als Tänzer wurden wir mit den Jahren immer erfolgreicher. Nie hätten wir gedacht, dass wir uns mal um herumliegende Socken streiten würden. Und das ist halt immer das erste Problem, was man bei solchen Beziehungskonstellationen dann auch hat. Ne? Wenn sie dann zusammenziehen, zusammen hier dauernd aufeinander hocken und vor allem dann auch noch ein eigenes Geschäft haben, diese Tanten. Ja, absolut richtig. Also ich sage ja, ich rede ja mal gern von Risikofaktoren, die sind wirklich genauso wichtig wie kommunikative oder anderweitige Defizite und ja gut, das ist wie gesagt, Risikofaktoren muss kein Problem sein, aber kann und da haben wir schon Kind, ist leider so, ist ein Risikofaktor, viele Beziehungen erstmal unglücklicher dann und wir haben tatsächlich zusammenarbeiten, ja. Oder dieses Tanzevent. Und da sehen wir schon das Kernproblem, auf dem das alles fußt. Nämlich, gerade wenn es jetzt um Beziehungen geht, braucht Feuer, diese Anziehung, ja Luft zum Atmen. Gerade für die Frauen, die ja dann immer diese Mysteriosität wollen, das Zwiebelprinzip, oh spannend, oh mein Gott, oh, noch spannender. Die emotionale Eintagsfliege muss ja jeden Tag aufs Neue verführt werden. Ganz wichtig, wenn man hier auch in der Beziehung dann ist. Aber das wird ja umso schwerer, wenn man nonstop aufeinander hockt und gar nicht mehr diesen Abstand haben kann, damit da hier eben das wieder in der... Ja, absolut richtig. Also ich sage ja immer, es gibt Kompatibilität und es gibt Chemie und Chemie braucht auch mal Luft, ne? Braucht, ich sage mal, so eine Beziehung muss so, muss sich bewegen, ne? Darf nicht statisch sein. Es geht überhaupt in diesem Video viel um Polarität und um die Indoor-Olympics-Ebene. Es ist aber nicht die einzige, ne? Ich meine, du kannst super Polarität haben und trotzdem ganz andere Paarprobleme, ne? Weil, ja, zum Beispiel Kinder, Midlife-Crisis, weil jemand fremdgegangen ist. Das ist nicht alles Polarität und Luft. Aber ja, es sind eben die zwei Punkte. Wir haben dieses Freundschaftssystem, das funktioniert gut auf Nähe und wir haben dieses Bunga-Bunga-System hier, ne? Und das funktioniert tatsächlich, also nicht nur auf Distanz, sondern auf Bewegung, so, ne? Vor allem hervorgerufen wird, wir wissen es ja aus den Studien, Ungewissheit erhöht diese Anziehung.
Ist tatsächlich korrekt, auch wenn man das nicht wahrhaben will, ja. Weil die Frau ja oftmals diese Ambivalenz möchte, ja, emotionale Achterbahn. Und das ist ja dann hier überhaupt nicht mehr vorhanden, wie wir jetzt dann sehen. Unsere Leidenschaft? Eingeschlafen. Ob wir in einem Jahr noch zusammen sind? Ich weiß es nicht. Rafa, was ziehst du an für einen Auftritt? Das an, was ich immer anziehe. Ich nehme es einfach mit und wir gucken dann vor Ort. Nee, fänd schon schön, wenn du mir mal zeigst, was du hast und wir gucken, ob es zusammenpasst. Okay. Da sehen wir schon die erste... Also ich kann schon gleich sagen, würde er wahrscheinlich gleich auch sagen, dass sie wirkt so, als wenn sie in diesem Kritikmodus wäre und in diesem Mecker-Modus, was immer darauf hinweist, dass die Frau nicht in der Polarität ist und das weist darauf hin, dass der Mann auch nicht in der Polarität ist. Dynamik, diese Dysfunktionalität des Betas, der dann immer der Leinen gezwungen ist und der Untertan der Frau, dass sie ja sozusagen ihm schon sagt, na du, gib Buh, du ziehst halt das an, wie als wäre es so eine Mutter-Sohn-Beziehung. Und dann, ja, okay, ja. Großmeisterin, ich erfülle euren Wunsch. Und das ist halt leider Gottes aber auch das, was Frauen dann so unattraktiv finden. Aber natürlich trotzdem immer versuchen, den Mann zu betaisieren, um ihn auch zu testen. Macht doch noch mit, lass das sich noch mehr betaisieren als Kongruenztest. Weil sie ja unbewusst immer von der Frage getrieben ist, ist er wirklich... noch der beste Deal, den ich für meinen Marktwert bekommen kann. Und wenn er dann hier nachgibt, dann wird er unattraktiv. Deswegen gibt es ja auch diese alte Geschichte. Ist absolut richtig. Also dass diese Idee, dass Frauen Alpha haben wollen und die dann versuchen zu betaisieren. Also das ist, weiß nicht, ist wahrscheinlich auch so eine Red Pill-Idee, aber kenne ich auch schon lange. Kommt einem manchmal tatsächlich so vor. Ihr könnt ja mal gern kommentieren, wie das so sieht, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es für Männer eine schlechte Idee ist, wenn sie so unterwürfig werden. Ganz schlecht für die Polarität. Und ich muss aber auch sagen, dass in einer langjährigen Beziehung, es ist immer so leicht gesagt, das aufrechtzuerhalten, ne? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Der vom Rocker, der ja immer mehr aufhört, ja, Motorrad zu fahren, wilde Musik zu hören und lange Haare zu tragen, bis die Frau dann keine Lust mehr hat und wieder mit einem Rocker zusammen ist, der langes Haar hat, Rockmusik hört und Motorrad fährt, wegen diesen Testdynamiken des hypergamen Zweifels in diesem Fall. Okay. Dann ziehe ich das Lilane an. Nächstes Mal? Ja. Ja, das Sakko zu. Das ist schön, aber die musst du bügeln. Also ich meine, wenn... Hier, hör auf die Mama, gell? Bügel deine Wäsche. Stimmt. Wenn du das nicht angeguckt hättest zum Beispiel, dann würdest du das mitnehmen auf deine Reise und dann sieht das halt so aus. Das würde ich so nie anziehen. Und das lag wahrscheinlich jetzt auch noch im Staub, da ist ein Haufen Fusseln drauf. Ja. Und jetzt, dass du dir anguckst, wird dir bewusst, ach ja, stimmt ja, das könnte ich ja mal bügeln und... Ja, also das fragt man sich schon, ist immer die Frage, hat die Frau eigentlich noch Respekt vor dem Mann? Also kann man sich jetzt nicht aus einer Interaktion sehen, aber man stellt sich diese Frage und die Frage ist auch immer, Frauen entlieben sich ja gern in der Beziehung, ist die Frau komplett entliebt? Also dann kann man sich auch eine Paartherapie schenken, aber das kann man natürlich schlecht sagen. Ne? Ja, ganz klar sieht man hier die Mutter-Sohn-Dynamik und das schafft natürlich keine Anziehung, gerade aus der weiblichen Perspektive. Das ist es, diese Achtsamkeit. Wir haben einen Auftritt und deine Schuhe sind völlig abgeratzt, sodass man sich echt schämt und denkt, hat der... Ja, also das ist wirklich, das wird mich so aufregen als Partner, ey. Oder erinnere ich mich auch an Sachen, ey, wenn dann Frauen einem sagen wollen, was man anziehen soll. Und klar, es ist irgendwie mal eine Meinung sagen, okay, aber ja, dann lässt das hier sogar sich ergehen. Schon ganz schlechte Idee, ja. Busche, keine Schuhe. Und das geht nicht. Also ich glaube, für so eine Performance, das geht nicht. Ja, Mama muss dann sagen, hast vollkommen recht. Da muss man hier das dann als Witz sehen und die Frau eben nicht ernst, wenn er in so eine Dynamik reinkommt, was ja schon mal ungut ist, weil da weißt du ja, okay, der hat sich drastisch spät. Ja, kann man sagen, Witz, oder man sagt der Frau halt, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ne? Also möchte ich, kannst du auch, man kann auch mal richtig einen so einen Vlog einrahmen. Es geht schon, ne? Lassen, dass sie überhaupt sowas dann auch macht. Und sie ist ja damit auch unzufrieden. Ah, oh, lass dich doch nicht bitte betaisieren. Ja, doch, Großmeisterin, mir wurde es so gesagt von den Lehrern und den Kita-Betreuern und meiner Mutter. Ja, die Gesellschaft will das irgendwie, also scheinbar, dass die Männer sich betaisieren irgendwie. Das stimmt schon, also wie auch immer man das nennt. Oder aber ich kann euch sagen, in 20 Jahren Paartherapie. Frauen hassen das, wenn Männer so unklar sind, nicht in der Polarität, nicht wissen, was sie wollen, Weicheier sind, hassen Frauen, egal
Weiß nicht, ich hatte, glaube ich, sogar mal eine Feministik-Professorin da sitzen. Also, da habe ich wirklich keinerlei Unterschiede zwischen Frauen, also im Großen und Ganzen, feststellen können, muss ich echt sagen. Wie? Sie nicht da hinstellen und dann diese abgelatschten, dreckigen Schuhe anhaben. Ich glaube, das ist der Grundkonflikt bei uns. Susanne hat eine genaue Vorstellung, wie das zu Hause läuft, wie ich mich verhalten soll, wie ich sein soll. Und ich glaube halt, dass in diesen ganzen Komponenten, da steckt viel Projektion. Ja, und das ist so schade. Er ist Tango-Tänzer, hat einen coolen Beruf. Also das ist ja auch eine Sache viel mit Polarität und ja, ist wirklich schade. Und auch viel Traummann dabei und so einen gibt's nicht. Aber trotzdem, er ist ja derjenige, der das mit sich machen lässt. Das muss man unbedingt auch hier mit reinfaktorieren. Er hat ja hier die Verantwortung, das mit sich machen. Ja, also wenn es ein Polaritätsproblem ist, kann das nur der Mann angehen. Das ist völlig richtig. Die Frau kann es aufzeigen. Und manchmal hat die Frau obendrein noch ihre eigenen Themen. Aber das startet tatsächlich beim Mann, ja. Zu lassen, ne? Ja, die Projektion. Oder bei dem in der männlichen Polarität. Also es gibt tatsächlich Paare, muss man auch ganz klar sagen, wo die Frau in der männlichen Polarität ist und der Mann in der weiblichen und sie sich auch wohl damit fühlen. Und dann, deswegen ist es auch genderneutral letztlich das Konzept. Aber das ist seltener, als man denkt. Du machst das und was weiß ich alles. Ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht externalisiert. Ja, oh, die Frau, die... Und um das noch zu sagen, gibt es natürlich bei homosexuellen Beziehungen auch. Apropos, wenn ihr in einer homosexuellen Beziehung seid und hört das hier, sagt mir gern, wie ihr Polarität empfindet. Ich brauche da wirklich noch viel Feedback für mein neues Buch, was irgendwann erst nächstes Jahr rauskommt. Aber würde mich sehr interessieren, wie das... Also ich habe schon von vielen gehört, dass sie Polarität auch erleben in homosexuellen Beziehungen. Aber wenn ihr da ein Feedback so habt, schreibt es gerne unter das Video. Ne? Er ist ja auch derjenige, der sich, wie gesagt, betaisieren lässt. Und ich komme mir immer wieder entgegen, aber an einem bestimmten Punkt sage ich halt, okay, stopp, jetzt mit dem Rest musst du auch leben. Knackpunkt, wenn du ihr hier entgegenkommst und dann sagst, ja, Großmeisterin, darf ich meine Pantoffel noch anziehen? Dann ist es ja genau das, was die Anziehung killt. Das kapieren die Blue Pill aber nicht. Würde ich sie nicht lieben, dann hätte ich aufgegeben, aber ich habe Liebe. Und dann würde ich gerne nochmal reingehen. Na, man, wenn er da jetzt gegensteuern würde, müsste er wirklich, sie ist ja schon dran gewöhnt, dass er so ist. Und das ist wirklich wahnsinnig schwierig. In einer bestehenden Beziehung müsste er jetzt 100% der Zeit anders agieren, dass sie aus dieser Erwartungshaltung rauskommen. Ne? Schon weil immer dieser Liebesbegriff wird ja total entfremdet. Man muss ja eher mal definieren, was Liebe nicht ist, ja. Und diese Co-Abhängigkeit, dieses leinengezwungenen Dasein ist ja viel mehr, ich brauche dich. Und ich brauche dich ist ja genau das Gegenteil von ich liebe dich, ja. Und das zieht man hier glasklar. Aber das reicht eben nicht. Was ich mir wünsche, ist, dass ich meine Frau auf eine andere Art nochmal in mich verlieben kann. Das wünsche ich mir. Ja, und da muss man fragen, funktioniert es so, wie ich es bis... Achso, das Ursprungsvideo verlinke ich natürlich auch nochmal hier drunter. Genau, dass das alles so korrekt ist. Ne? ...gemacht habe, obwohl es immer wieder die gleichen Ergebnisse zeigt. Nein, also muss man eine andere Herangehensweise hier starten. Die Leute denken dann immer, wir sind das unglaubliche Traumpaar und sehen überhaupt nicht, dass wir vielleicht Probleme haben oder gerade im Streit sind. Wie geht's dir nach dem erfolgreichen Auftritt, mein Schatz? Und wie geht's dir auf dieser Liege? Ich lach mich kriegelig. Ja, ich glaube, das ist auch echt gemein, sich wirklich lieben. Wirklich ein spannender, das müsst ihr euch, das ist wirklich so spannend, ja, diese Geschichte. Ja. Mama wecken lässt. Beta Baby! Beta Baby! Und da sehen wir ja genau das. Warum lässt er denn das machen? Ja, weil er nicht den Rahmen vorgibt, weil er diesen Buckdackel-Frame auch innerhalb der Familie hervorbringt. Auch wieder dieser Klassiker, ne? Dass man hier den, ja, leichten Aggressor und diesen Co-Abhängigen hat. Hier die Frau immer mehr auf wütend, nörgelnd und er immer so, ja, mal, ist halt jetzt so. Ungut, weil das eben auch Kinder, vor allem die Jungen, wenn hier einer da wäre, zu den dressierten Beta-Leinengezwungenen hervorbringen würde. Schläf doch lieber bei Mama. Schläf doch lieber bei Mama. Es ist bei uns, ne? Ich schläf hier auf dem Ausstellbett und die Tochter bekommt das Familienbett. Ja gut, das ist so krass. Ich meine, da muss man noch nicht mal mit Polarität argumentieren. Das sind ja auch so Ordnungen der Liebe, ne? Also das sind auch so Schwierigkeiten, wenn Kinder da sind, wobei, ich meine, wie alt ist sie denn? gut, in dem Alter sollten eigentlich Kinder jetzt keine Rolle mehr spielen, negativ. Ja, dass sie dem, das sagt ja Helling auch immer, ne? Ich bin jetzt kein großer Hellinger-Freund, aber das finde ich gut mit Ordnung der Liebe,
das Paar muss so die höchste Ordnung haben, selbst wenn du vielleicht deine Kinder mehr liebst als dein Partner, gut, das sind vielleicht Äpfel und Birnen, aber muss das Paar die höchste Ordnung haben und das, ja, das missachtet die Frau hier und damit sabotiert sie natürlich auch die Beziehung, aber ja, der Mann ist sich auch gefallen, ne, ja. Ja, da ist er derjenige, der dann hier, du darfst im Nebenraum schlafen, gell? Und er lässt es ja dauernd mit sich machen. Muss man auch sagen, dass der Beta ja meint, okay, ja, wenn ich das mache, dann bekomme ich irgendwann mein Leckerli, dass man hier auch dann reziprozitär belohnt wird. Der Klassiker halt. Das ist natürlich total förderlich. Ich habe mich schon dran gewöhnt, ja. Also Rafa, ich glaube, du hast auch was damit zu tun. Du kannst das auch entscheiden. Ich kann das entscheiden. Ja, ich glaube, das ist mit deiner 10 geringen. Absolut. Doch durchsetzen. Könntest, wenn du wolltest. Ja, wenn ich wollte. Aber ich will gar nicht. Man kann so verfahren in seinen Mustern, dass es helfen kann, wenn mal jemand von außen drauf guckt. Und uns fehlt die Kommunikation miteinander. Ja, die offene Kommunikation fehlt. Deswegen fahren sie jetzt ja auch glücklicherweise zur Paartherapie. Therapie ist jetzt wirklich so eine Reißleine. Ja, wir möchten Sie bitten, getrennt voneinander erstmal uns zu erzählen, wie es Ihnen nach der letzten Stunde ging, was Sie mitgenommen haben, was Sie beschäftigt hat und wie Sie mit der Hausaufgabe umgegangen sind. Wer fängt an? Also den Spaziergang haben wir nicht geschafft, weil wir wieder in Arbeit ertrunken sind und unser Kind krank wurde. So geil, ne? Wie Sie dann so empfehlen. Ja, Sie, gehen Sie doch am besten mal auf einen Spaziergang, dann geht die Flamme wieder an. Wobei ja genau das Gegenteil sagen muss, ja, Abstand braucht's, ne? Also, was ich jetzt hier nachvollziehen kann, wobei das wahrscheinlich wirklich in dieser Verfahrenssituation ein bisschen untauglich ist, dass man, ich finde schon, dass der Urzustand des Paars ist das Date, ne? Und natürlich darf es gerne dazwischen viel Abstand geben. Und ich will jetzt, das ist auch so eine Standardhausaufgabe, die ich immer gebe, dass sie wieder daten. Aber daten heißt natürlich nicht spazieren gehen. Daten heißt rausgeben, Spaß haben und vielleicht körperlich werden. Also Paare, die lange keine Indoor-Olympics mehr haben, die müssen durch die ganze Verführungsschleife müssen die wieder durch, die müssen wieder daten, müssen wieder in diesen, also da ist so ein Körnchen weit, ist da schon drin, was der Paartherapeut hier macht, aber wenn das der ganze Rest nicht schafft und ein Spaziergehen ist ja auch kein Date und ich würde jetzt hier anstelle des Paartherapeuten noch ansetzen, warum schaffen die nicht mal ein Date so, ne, weil wenn die nicht mal ein Date schaffen, wo soll man dann ansetzen, so, wenn nicht mal da der Nerv für da ist, hat dann vielleicht einer schon aufgegeben, also das könnte man alles hier untersuchen, wäre sicherlich sehr spannend, aber dass jetzt ein Spaziergang keine sexuelle Attraktivität erzeugt, ja, das würde ich auch sagen. Ja. Dauernd aufeinander hocken, nicht diese Vorhersehbarkeit, weil genau das andere dann, vor allem dann auch in Verbindung mit der schwarzen Sprache Mordors, auch nochmal gerne hier oben, das bringt Anziehung. Und vor allem, wenn der Mann dann wieder hier auch größeren Zielen hinterherläuft, nicht die ganze Zeit bei der Frau ist, auch andere Frauen kennenlernt und da diese Frauen halt nur kennt, das erschafft schon bei der Frau, oh, der hat ja auch andere Damen, die ihn interessant finden. Aktiviert das sogenannte Female Mate Choice Copying und sie findet ihn drastisch wieder attraktiv, ohne dass man überhaupt irgendeine Art der offenen Kommunikation angewendet hat. Aber sowas hörst du natürlich nicht bei deinem Paarberater, weil es macht natürlich wie immer kein gutes Gefühl im Bauch. So, das wäre dann nochmal so eine Aufgabe. Ja, also ich habe solche Sachen, spreche ich die immer an. Das finde ich, Polarität ist so wichtig und das muss man ganz klar ansprechen. Sonst, also Männer sind ja auch so 0-1, die müssen das wirklich ganz klar vorgekoffert kriegen, sonst tut sich da auch nichts. Und das gehört für mich zu einer guten Paartherapie, muss ich ganz klar sagen. Ne? Jetzt zu Hause und hatte Bauchschmerzen und es war alles sehr eng. Das ist ja ein bisschen absurd, dass man das nicht hinkriegt, ja? Aber es passiert. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, auch richtig brutal. Da ist so ein Es ist tatsächlich absurd, muss ich auch sagen. Wochenende. Vielleicht sogar in einer anderen Stadt und man denkt, ah, man hat irgendwas erlebt. Und am Montag, Paula ist in der Schule, merke ich, wie ich so eine, ich will nicht sagen Depression, aber bin ich so leer. Ja, der sogenannte Beta-Blue-Pill-Blues, das ist halt genau das, wenn er sich selber aufgegeben hat, wenn er selber so zum dressierten Mann geworden ist, dann spürt er sich natürlich nicht selber, weil er überhaupt nicht mehr synchron damit ist. Und das ist natürlich kein Wunder, dass er sich dann hier diesbezüglich auch nicht so ganz toll fühlt. So platt und dann geht es ja quasi ohne das Wochenende einfach weiter. Und dann manchmal kommt dann wieder das Nächste. Wenn Sie das so sagen, sehen Sie richtig traurig aus. Also ja, als ob Sie gleich auch anfangen könnten zu weinen. Also genau, ja, am besten mit seinen Emotionen jetzt im Reinen sein und dann... Ja, da bringt er jetzt ein bisschen, der Klaus, die Ebene ein bisschen durcheinander. Natürlich gehört zu einer Paartherapie eben nicht nur sich so abklatschen, ist man jetzt Beta oder Alpha oder Polarität, sondern natürlich gehört auch das Verarbeiten von Emotionen und
gute Kommunikation ist natürlich auch ein Baustein, ne? Ich meine, das reduziert er da jetzt ein bisschen zu sehr drauf. Aber wie gesagt, die Punkte, die er anspricht, also die stehen definitiv bei dem Paar im Vordergrund, würde ich auch sagen. Der Frau am besten noch was vorheulen, weil das ist natürlich männlich, diese Verletzlichkeit. Und das ist ja dann auch das Nächste, was sie dann meistens rausklatschen. Und das finden Frauen ja in der Masse sehr unattraktiv. Wobei es natürlich wichtig ist, als Mann hier sich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen und diese zu integrieren. Auch mal beleuchtet, wie man das macht, ohne dabei zur Frau zu werden, hier oben. Und trotzdem musst du ja hier, wenn du die Beziehung wieder anfachen willst, diese Randpunkte der Red Pill dann auch anwenden, wie man jetzt dann noch sehen. So, angestrengt ist das Leben, ne? Und das finde ich ein ganz spannendes Thema. Wie lebt ein Paar, was miteinander arbeitet, was eine gemeinsame Firma hat und eine Familie hat? So, wie kriegen sie hin, trotzdem ein Paar zu sein? Oder wie schwer ist das, ein Paar zu bleiben? Wenn wir unterrichten zusammen, dann sind wir oft ein Spiegel unserer momentanen Beziehungssituation. Hm. Man steht ja vor den Leuten und... Das ist übrigens, vermute mal, dass die auch ein Paar sind. Das ist eine sehr komplexe Geschichte, wo ich eigentlich mal ein bisschen von abrate, dass man Paartherapie als Paar macht. Das hört sich so selbstverständlich an. Aber das kann die Beziehung zwischen den Paartherapeuten auch belasten. Und es ist ja auch echt ein teurer Spaß. Ne? Das sind auch zwei Leute dann. Ne? Ja, präsentiert sich. Und das ist ja, wie gerade man gehört hat, dieser Knackpunkt, wenn man da dauernd aufeinander hockt. Und hier müsste man ein Wochenende oder mehrere Phasen haben, die man dann auch schafft, wo man keinen Kontakt hat, wie man jetzt dann auch gleich sehen. Und das hat mal so und mal so eine Dynamik. Manchmal ist es so, dass ich hinterlege, oh, was hat er jetzt schon wieder gesagt? Und gestern war das sehr schön. Lag das daran, weil ihr Mann perfekt war oder weil sie mit anderen Augen und Ohren dabei war? Nee, der war noch nie perfekt. Und das sehen wir schon weg. Ja, wie sie über ihn redet, ja, das ist nicht gut. Das Bild sie von ihrem Mann hat, ja, oh, der war noch nie perfekt. Auch halt leider diese Strichlisten, oh, jetzt erfüllt er das nicht mehr, oh mein, oh ja, und so weiter. Aber trotzdem, der Beta ist ja so voraussehbar und das finden die meisten Frauen eben so unattraktiv. Und deswegen läuft es ja auch nicht mehr, wenn es um den Spaß auf den horizontalen Ebenen geht. Was? Wir sind über 10 Jahre zusammen und wir müssen auch funktionieren in ganz vielen Situationen. Da ist nicht die große Leidenschaft. Die Leidenschaft beginnt ja, wenn eigentlich, sag ich mal, wenn keiner zuguckt. Also wenn die Arbeit getan ist. Die Leute haben auch das falsche Bild, ja, dass man dann, oh mein, die rosarote Brille, die bleibt für ewig da. So ist es ja nicht. Aber trotzdem, dieses massive Aufeinanderhocken, was man bei denen sieht, führt dazu, dass sie vor allem keine Lust mehr hat. Wirklich intimes Paarleben beginnt. Und das ist uns abhanden gekommen. Ja, mir fehlt die Paarbeziehung, mir fehlt das. Ja, aber ich glaube, es wäre mal spannend, das zu definieren. Was ist denn die Paarbeziehung? Wo kommt die denn her? Wo kommt denn da die Leidenschaft her? Die Beilerei natürlich, was für eine Frage. Das ist halt wieder in diesen... Ja, also das Hauptproblem ist halt, dass er ja nicht in seiner Polarität ist und kein polares Verhalten zeigt. Wenn er das zeigen würde, wäre vielleicht das Aufeinanderhocken auch nicht so problematisch. Klar, das hilft dann natürlich noch. Ich denke, was der Mann hier machen müsste, wäre, es hört sich jetzt ein bisschen drastisch an, aber ich glaube, das würde das Spiel sofort ändern, wenn er sagen würde, ich habe keinen Bock mehr darauf. Deswegen auch hier in der Paarbeziehung gelten für mich Standards und Dealbreaker. Das ist für mich ein Dealbreaker, dass du mit mir keinen Bettsport mehr machst. Und klar, das kann man, dann können wir gerne diskutieren, können wir Paartherapie machen. Aber er muss dann irgendeinen Punkt mal auf den Tisch hauen oder auch meinetwegen auch nicht auf den Tisch hauen und sagen, das würde ich ihm wirklich raten, zu sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht so leben und ich suche mir jetzt jemanden, mit dem ich Indoor Olympics haben kann. Und das wird das Spiel komplett ändern und ich bin sicher, wenn er so eine Ansage machen würde, würde die Frau ihn ganz schnell wieder super attraktiv werden, gebe ich Brief und Siegel drauf. Ja. Optimismus verpackt. Aber hier geht es natürlich um Bunker. Aber gerade wenn Paare hier wieder aktiver... Bam! Also du kannst, wenn da sozusagen mangelnde Leidenschaft ist, das kann man nicht... Da nützt Reden auch nicht viel. Das ist so ein Irrglaube, ne? Also da muss ich dem Klaus tatsächlich recht geben. Das ist so ein Irrglaube, man könnte das herbeireden. Ah, so, wenn wir jetzt drüber reden, da finde ich dich wieder sexy. Ja, es gibt Körper oder auch, wie soll ich mal sagen, Übungsansätze, die aber eigentlich alle, es gibt auch also Ansätze, die nicht nur auf die Distanz gehen, sondern auch, dass man besser einen Kontakt zu sich selber kriegt und so. Also es gibt da schon auch Sachen, die man jetzt auch in so einer Session machen kann. Aber am Ende des Tages muss der Mann wirklich für sich einstehen und sagen, es geht nicht. Ne? Weil
Jede Beziehung hat so viel Indoor-Olympics, wie es braucht, sie zu erhalten, sage ich gerne. Ne? So, was heißt das, wenn du akzeptierst, dass eine Beziehung ohne Bettsport erhaltenswert also ist, dann bekommst du das in Umständen. Wenn du für dich definierst, das ist nicht für mich keine Option, dann wirst du wahrscheinlich eine Beziehung haben, wo das nicht weggeht. Ne? Oder so gehst du halt irgendwann raus. Ne? Dann schüttet das natürlich viel mehr die Bindungscocktails aus, die guten Gefühle, und das verschweißt ja wieder und baut ja erst wieder Intimität auf im Vergleich zu dem ganzen Gelaber da. Weißt du? Also weil für mich ist es nicht Sex, das ist Leidenschaft. Pups, du springst ins Bett und da war dann die Leidenschaft. Sekundäre Rationalisierung oder halt auch mit dieser Tugend, na, so banal kann es natürlich nicht sein, aber das ist ja genau das, woraus erst diese Cocktails entstehen, aber das können ja viele Frauen nicht reflektieren. Das nicht, ich finde, die entsteht. Ja, und aus was entsteht sie? Das sind ja dann wieder diese Fragen, ja? Da muss man erstmal die Kausalkette hier kennen. Generell, es ist gut, wenn wir Führungskräfte den Kopf bei uns lassen. Dann hat sie auch Platz, wenn wir, weil wir dieses Bild ist, ich will Nähe. Da kannte er das. Dann kommt teilweise zu einer Kopfführung. Ja? Das ist spannend, und je nachdem, wenn es zum Beispiel Stirnplatten sind, oder das tut er richtig. Ja, und das kapiert er nicht in der Beziehung, ne? Beim Tango-Tanzen kapiert das, ja? Die Führungskraft, was ja meistens der Mann sein muss. Ja, ich denke, es wird so einigermaßen klar. Wir spulen mal noch ein bisschen vor. 2000 years later. Sondern da ist eine Menge abhanden gekommen, was eine gute Beziehung ausmacht. Es gibt wenig Momente der echten Begegnung und der wirklichen Neugierde aufeinander. Das ist feminin korrekt, ja, diese Ungewissheit dahinter, was sie sich dann wünscht. Miteinander schlafen hat was mit einem Gefühl zu tun und das muss entstehen können. Und wenn das nicht da ist, passiert es eben nicht. Aber ich spüre unglaublichen Druck immer wieder, weil ich schuld bin, weil ich diesen Teil sozusagen nicht einlöse. Und mit dem Druck geht es natürlich erst recht nicht. Ja, deswegen ist ja natürlich richtig, wenn sie das so sieht. Die Sexualität funktioniert halt über einen Sog und nicht über Druck, ne? Und der Mann, manchmal die Frau auch, muss halt einen Sog erzeugen, ne? Dass sie, und das geht halt auch viel über Selbstliebe und so, aber eben auch über Polarität. Also je weniger man was will vom anderen, sondern in sich ruht und voll ist, umso attraktiver, ne? Und sagst du nicht richtig, auf Druck nicht, aber der Mann kann natürlich sagen, du, ich mache dir gar keinen Druck, nur ich möchte einfach nicht in einer Beziehung sein, wo es das nicht gibt. Und dann müssen wir halt eine andere Lösung finden. Ne? Und das erzeugt einen Sog. Und das wollen wir eigentlich. Ne? Das ist ja genau das, ja. Klassischer Beta-Move, dass er dann Druck macht. So, oh, du, jetzt läuft's nicht. Und dann bin ich bei einer ganz doofen Schleife. Nee, jetzt kann ich nicht. Oh, je. You still live with your mother? Ja. Yeah. Beta! Siehst du, typischer Beta-Move, also wirklich Cringe-Faktor 50.000. Im Großen und Ganzen geht es uns viel besser, aber das diffizile Thema ist einfach die Intimsphäre zwischen mir und meiner Frau. Deswegen fände ich es toll, wenn sie mir da Ratschläge geben können, was ich tun kann, damit meine Frau Lust auf mich bekommt. Und dass ich mich da nicht so verhalte, dass sie sich quasi immer wieder abwendet. Und das ist ja so ein Muster, was wir haben. Ne? Ja, und da muss meiner Ansicht nach der Paterwort jetzt sagen, du musst mehr in deine Polarität kommen. Und wenn das nicht passiert, dann fehlt wirklich was, finde ich. Ne? Viele Kränkungen. Genau, es gibt Kränkungen und mein Selbstbewusstsein ist so zerbröselt, meine Sicherheit. Ich bin da einfach immer wieder mal ratlos. Ja, und abwarten, ewiges Abwarten, habe ich auch schon die Phase. Also es nützt leider auch nichts. Also zu warten ändert irgendwie gar nichts. Da habe ich gedacht, na ja, dann kann man jetzt mal warten, so ganz viele... Warten nützt da gar nichts. Wartet, dann merkt der andere schon, dass man eigentlich selber Geduld üben kann, aber es ändert leider gar nichts. Ja, das ist ja das. Sie weiß ja ganz genau, warum er wartet, warum er so durstig ist. Wie so ein Hund, der unten am Tisch sitzt, der erwartet, dass mal Leckerli was vom Essen auch runterschmeißt, ja? Sowas finden doch die Masse der Frauen überhaupt nicht interessant, aber trotzdem sagt man, oh, du, geh auf Augenhöhe. Für die Katzen. Und ich würde so gerne jetzt die Führung übernehmen und sie so sanft mitnehmen. Aber irgendwas fehlt mir da. Wie machen Männer das? Ich würde mal was gerne was experimentieren. Oh. Oh, jetzt Scheiße. Ich gebe mal meinen Impuls raum, was ich denke, was passen könnte bei Ihnen. Oh, und wie fühlt sich das an? Aber ich kann Kontakt aufnehmen. Ja. Und sowas machen die dann mal. Oh Gott. Schatz. Hast du Lust? Mal wieder heute Abend. Oh. Mein kleines Treffen im Schlafzimmer. Das habe ich gelernt. In der Beratung. Wow, so sexy. Ja. Okay, funktioniert. Super Tippe. Paartherapie. Oh, na? Und jetzt so? Krieg ich jetzt ein Leckerli? Ist das nicht unangenehm? Nicht unangenehm, Gott sei Dank. Ist es eventuell angenehm? Ja. Ja. Peters im Blindflug. Machen, was mir
irgendwie eine Sicherheit gibt. So, ich bin Fummler. So, ich muss dann zuppeln ein bisschen. Kommt mir eigentlich ehrlich gesagt entgegen. Mache ich auch gerne. I don't know. I feel like a beta. You are. Okay, lassen wir es mal dabei. Oh! 6 hours later. Gut, ungute Beziehungsdynamiken, wenn sich da die Leinengezwungenen so dressieren lassen. Ich kam super klar, fragt Paula. Wo komme ich nicht wieder? Ich kam super klar, frag doch unsere Tochter auch schon diese Dynamik, ja, dass die Tochter wird dann zum kleinen Erwachsenen fast schon erhoben, die dann hier auch so, ja, der Papa, der war ganz selbstständig. Du wolltest doch immer jemand, der alleine klarkommt. Ja, will ich auch. Jetzt sagst du, kommst du wieder, wenn ich nicht alleine klarkomme. Hör dir mal zu. Beta Move. Weil er versucht, mit Logik an die Frau ranzutreten. Gerade, schau mal, wieder was geht, weil diese Vorhalterei treibt die. Das sehen wir auch wieder, das kapierst doch einfach Prinzip. Die Frau will ja, dass der Mann einfach plötzlich wieder so ist, im Vergleich zu dem, dass sie das ihm sagen soll, ja? Genau, ja. Das ist immer das Problem, weil die Frau darf natürlich sagen, ich finde dich, finde ich auch manchmal fairer, wenn die Frau einfach sagen, ich finde dich einfach nicht mehr männlich, nicht mehr sexy, das ist zwar hart, aber dann, ich sage da manchmal auch so ein bisschen flapsig, für meine Männer ist es manchmal besser, 4 Wochen auf eine Bohrinsel zu gehen, als irgendwie so da so einen Psycho-Move zu machen, sag ich mal. Ne? Ehren bei der Frau und sowas muss man dann mit Zuschauern sehen. Das sind halt auch So, da kommt, glaube ich, noch Susanne Beck war auch, bin ich auch tanzen gegangen und hatte Spaß. Und habe jetzt auch ganz viele, in Anführung, neue Leute kennengelernt, weil ich auch nie unterwegs war. Und es war schön. Und da sehen wir jetzt wirklich, kommt langsam endlich der Wandel aus diesem Beta-Buckdackel-Mindset raus. Mehr in das, ja, ich muss mich wieder auf mich selber mehr fokussieren. Ich muss wieder der Typ werden, der ich früher mal war. Oder sich auch neu entwickeln, nächste Stufe anziehen, anstatt dauernd immer an der Zitze dran zu hängen. Jetzt überspitzt gesagt, aber das sind oftmals solche Tendenzen, die wir ja hier sehen. And it's okay to be a beta, to know that you're a beta, and then you overcome being a beta. Und das ausgerechnet, wenn ich weg bin, du anfängst tanzen zu gehen, weil ja, ich habe ja schon öfter darüber geredet, dass das gut wäre, wenn immer jemand von uns tanzen geht, das war nie so. Und als ich weg war, plötzlich fing Raphael an tanzen zu gehen. Aber das ist ja das, ne? Abstand, Abstand, Abstand. Das schafft dann wieder Spannung, gerade wenn er hier selber nicht den Abstand hat, weil er dann wieder wartet, wie ein Buckdackel. Ja, jetzt gibt's dann bald Leckerli, gell, Schorschi? Nein. Ja, da heißt dann viel eher für sich selber wieder ins Fitness gehen. All diese Sachen, damit es dann die Anziehung als Nebenkonsequenz oftmals gibt. 3 Wochen genutzt, um zu mir zu überlegen, was ich eigentlich will. Und ich habe tolle Momente gehabt. Ich habe mit sehr vielen attraktiven... Ja, wirkt schon sehr frustriert, ne? Tänzerin getanzt und hab's einfach mal genossen. Komisch, gell, dass wirklich dieses böse, manipulative Dread Game, wie es im Englischen heißt, oder auch diesen Abstand halten und dann wieder mehr sozial werden, mehr andere Frauen auch hier, wie wir ja hören, anzutanzen. Ja, das ist kein, ich finde das nicht manipulativ, wenn man das ganz klar ansagt und sagt, hier, ich habe dir wirklich genug Gelegenheit gegeben, dass wir eine vollwertige Beziehung haben und okay, du willst das nicht, akzeptiere ich, aber dann wende ich mich auch nach außen. Das ist keine Manipulation. Das ist einfach, also wenn man das aus Manipulation macht, funktioniert es auch nicht, weil wenn man es wirklich ehrlich glaubt und sagt, ja, sorry, das ist für mich ein Dealbreaker und so geht es für mich nicht weiter und ich akzeptiere das, für mich hast du die Beziehung aufgegeben an dem Punkt und ich werde jetzt genau das machen. So, und das dann auch macht, ganz offen, mit offenen Karten, das ist keine Manipulation. Vor allen Dingen, wenn man es nicht macht, um zu manipulieren. Ne? Dann sieht es die Frau wieder und denkt sich, oh, der ist doch gefragt, der ist doch nicht der Buckdackel, für den ich ihn gehalten habe. Kommt eine neue hypergame Evaluierung, sie verbringt im Kopf mehr Zeit, nochmal drüber nachzudenken, oh, der ist doch spannend, oh, der wird von anderen Frauen gewollt, zack, läuft's wieder langsam. Mir ist mir wieder bewusst geworden, was für mich dazu gehört, dass ich in meinem Leben glücklich bin und habe gemerkt, ich muss mir das nehmen. Ich will ja nicht fremdgehen, aber ich will meine Sexualität und mein Begehren spüren. Ja, und das macht er richtig gut, dass er auch klar sagt, ich will nicht fremdgehen, sondern ich will nur hier meinen Dealbreaker. Das macht er wirklich gut, finde ich. Ja. Also wenn er das jetzt auch so durchzieht. Ne? Ganz schön toxisch, gell? Dass der sich wirklich... Nee, es ist nicht toxisch. ...hier traut, sich wieder aufzustellen und das dann wieder komischerweise so verteufelt wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hochgradig interessant gefunden wird. Und wie er sagt, er muss sich hier nicht betrügen, oder? Toxisch ist immer nur, wenn Sachen heimlich laufen und Worte und Taten nicht übereinstimmen. Ne? Im Herzocken. Aber Frauen halten sich ja auch immer Plan B-Männer in der Hinterhand. Deswegen sollten sie sich ja auch Männer evaluieren, weil... Mach
Ja, ist immer, das glaube ich nicht. Gerade primär von der Frauenperspektive, das als hochgradig interessant empfunden wird. Ich habe keinen konkreten Plan, aber ich will nicht in so einer platonischen Bruder-Schwester-Geschichte hängen bleiben und vor die Hunde gehen. Und ich gehe jetzt auch nicht hin und fordere was, sondern ich kümmere mich um mich selbst. Endlich mal eine richtige... Ja, das ist auch gut, wie er das sagt, dass er, du kannst es natürlich in den Olympics nicht einfordern, aber du kannst sagen, das ist ein feiner Unterschied, das ist gegen meine Dealbreaker und ich hole mir das woanders. Also von dir kriege ich es nicht, okay. Und ja, und das ist für mich gelebte Klarheit, dass jetzt, klar, dass wir gucken jetzt hier auf die männliche Polarität, aber in der weiblichen Polarität ist es natürlich auch für sich einzustehen, ne? Um das auch mal ganz klar zu sagen. Und den Ansätzen kannst du so Dynamiken auch andersrum haben. Aber ja, also natürlich kommen da auch noch Bindungssysteme mit rein und kommunikative Themen. Also Paartherapie ist schon komplexes, also echt ein Kunstwerk, finde ich. Also ist ja nicht nur das Thema, aber tatsächlich sind Beziehungen, wo der Mann so im Pluspol ist und die Frau im Minuspol sind, noch schwieriger als andersrum, das muss man tatsächlich sagen. Ja. Persönliche Wandlung, wo man ihm auch wirklich Zuspruch geben muss, dass hier wirklich diese langsame Transformation ersichtlich ist. Und ich bin also nicht mehr safe und das weiß ich aber nicht. Und ich muss noch einen Weg finden, ihr das zu sagen. Nee, das muss er sagen. Ja. So, dass sie kapiert, das geht nicht gegen sie, sondern es geht für mich. Gut. Und das sehr, sehr essentiell, ne? Wenn Frauen merken, oh, der ist nicht mehr sicher, der ist wieder sehr volatil. Wie vorhin gesagt, wieder diese Zwiebel, man kann was Neues herausfinden. Und all diese Dynamiken, dann kommt wieder diese Anziehung und diese Spannung. Sie eine Chance, damit umzugehen. Und entweder könnte sein, dass es ihr Begehren wieder ankurbelt, oder könnte auch sein, dass wir dann merken, wir sind eigentlich nur noch gute Freunde. Also absolut gesunde Geisteshaltung, dass man halt auch sich mehr von der Ergebnisabhängigkeit entfernt. Und das ist ja eben genau das Interessante. Das hat er alles nicht in dieser Paartherapie gehört. Da heißt es, wie man vorhin sollte er natürlich dann, das würde ich jetzt genau so sagen, tatsächlich. Ne? Muss man vielleicht mal eine Einzelsession ansetzen. Ja, das gehört, für mich gehört das dazu zur Paartherapie, ganz klar. Ne? Ja. Die machen uns so. Klappt einfach nicht. War es schon so, als würde Raphael immer um irgendeinen heißen Brei rumschleichen und er ist aber nie mit mir ins Gespräch gegangen, hat sich in sein Buch vergraben und ich habe ja gemerkt, da ist was, da gab es die ganze Ratgeberliteratur plötzlich und jeden Tag Fitnessstudio, jeden Tag Joggen, ich habe schon gemerkt, dass da was ist und dachte... Habt ihr das gehört? Da hat er zum ersten Mal die Ratgeberliteratur, vielleicht was in Richtung Tomassi Gospel, Red Pill und so weiter gelesen und ist wieder ins Fitness gegangen, hat sich wieder mehr auf sich selber fokussiert und dann fängt es bei ihr langsam an. Lauschen wir mal noch weiter. Was kommt da? Da gibt es doch jetzt irgendeine... Gut, da sind sie auf einem guten Weg, aber ja, also am Schluss ist er, glaube ich, da auf einem guten Weg. Ich hoffe, das hat sich gut entwickelt. Wenn die Frau dann noch einen noch liebt, dann kann sich das auch, wenn man, wie gesagt, dieses Polaritätsthema bearbeitet, auch noch gut entwickeln und wünsche den beiden natürlich das Beste. Aber ich muss nochmal ganz klar sagen, Paartherapie ist wirklich hohe Kunst und ja, also Polarität ist für mich so eine hinreichende, also eine notwendige Bedingung, aber nicht immer eine hinreichende. Du kannst, wissen wir ja von toxischen Beziehungen, die haben mega viel Polarität und funktionieren trotzdem überhaupt nicht, weil Kompatibilität nicht stimmt, ne? Weil Kommunikation nicht stimmt. Und selbst bei ein paar, wo Kommunikation stimmt und Polarität einigermaßen klappt, was ja schon an sich wirklich ein Kunststück ist, muss man ganz klar sagen. Es wird hier natürlich so einfach formuliert, aber ich, keine Ahnung, ich kenne das Beziehungsleben von dem Klaus nicht, aber wenn man mal wirklich in langjährigen Beziehungen war, weiß man, wie schwierig das ist, ne? Und selbst wenn das einigermaßen klappt, kommen Live-Events, jemand wird krank, jemand kriegt 5 Kinder, weiß ich nicht, Arbeitslosigkeit, 5 Umzüge, alles Mögliche und dann muss man das noch bewältigen und da braucht es immer andere Tools in der Paartherapie. Ja, wenn du von meinem Wissen profitieren willst, komm gern in die Ausbildung und Gruß geht raus an den Klaus und ja, kommentiert gern, wie ihr das fandet, ob ihr mehr so Reactions haben wollt und wir sehen uns bald wieder. Ciao.